Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem allwöchentlichen montägigen Märkte im Fokus Webinar. Mein Name ist Holger Fertig und ich bin hier bei der Société Générale Experte für Zertifikate und Optionsscheine. Und wie jeden Montagmorgen habe ich Ralf Fayat hier, unseren unabhängigen charttechnischen Analysten. Und wir werden uns heute Ihre Wunschwerte anschauen. Also Ralf wird diese am Ende des Webinars unter die charttechnische Lupe nehmen. Bevor ich an den Ralf übergebe, ganz kurze Hinweise von unserer Seite her. Das neue Ideas Magazin ist da. Das heißt, wenn Sie noch nicht Abonnent sind, dann ja, entweder rufen Sie mich an oder buchen Sie es über die Webseite. Sie können sich dieses Magazin entweder kostenfrei als Printversion nach Hause schicken lassen oder auch als Online-Version per E-Mail sich immer zukommen lassen. Ansonsten mehr dazu auf ideas-magazin.de. So, so viel von meiner Seite. Ich übergebe an den Ralf und freue mich, dass er da ist und ich bin gespannt, was er uns ja erstmal über die letzte Woche zu erzählen hat und was alles für Themen für diese Woche anstehen. Guten Morgen, Ralf. Ja, schönen guten Morgen, Holger. Guten Morgen, liebe Zuschauer. An dieser Stelle darf ich wie immer einen kleinen rechtlichen Hinweis vorneweg schicken. Diese Sendung dient ausschließlich Informationszwecken, stellt insbesondere keine Anlageberatung dar und Angaben zur bisherigen Wertentwicklung erlauben keine verlässliche Prognose für die Zukunft. Ja, und wie immer auch ein kurzer Blick zurück, was in der vergangenen Woche hier relevant war. Wir sehen hier bei den Aktienindizes auf breiter Front ja, deutliche Zugewinne. Wir haben hier einige neue Rekordhochs zu verzeichnen. Heute früh zuletzt der Nikkei mit einem ersten Schlusskurs über der Marke von 40.000 Punkten. In der vergangenen Woche wurde ja das alte Rekordhoch aus dem Dezember 1989 herausgenommen. Also ja, das als Paradebeispiel. Wir haben also durch die Bank weg in verschiedenen auch marktbreiten und weltweiten Indizes jetzt Ausbrüche auf Rekordhochs und das ist natürlich bis zum Beweis des Gegenteils eine sehr bullische Entwicklung. Aber ja, mit Blick auf die begleitenden Indikatoren muss man natürlich klar feststellen, dass wir jetzt hier in einem historisch überhitzten Bereich sind und insofern eine Korrektur alles andere als verwunderlich wäre. Wir schauen uns nachher natürlich noch in den Charts etwas genauer an. Ja, ansonsten ja, die Inflationsdaten in den USA, aber auch hierzulande im besonderen Fokus in der vergangenen Woche. Wir haben den PCE-Deflator, also das favorisierte Inflationsmaß der US-Notenbank Fed mit plus 0,3% gegenüber dem Vormonat wie erwartet hereinbekommen. Also das Ganze auch in der Kerninflationsrate wie erwartet und das hat eine gewisse Erleichterungsrallye ausgelöst. Auch hierzulande haben wir einen Rückgang gesehen auf 2,5%, nach zuvor 2,9%. Die Kernrate blieb unverändert bei 3,4%. Das sind also die Februar-Werte und das Ganze stützt natürlich die Hoffnung der Marktteilnehmer, dass hier die Leitzinssenkungen demnächst anstehen. Also wir haben hier für Juni, Juli momentan die Markterwartungen sowohl für die EZB als auch die Fed, dass es hier also zu ersten
Leitzinssenkungen kommen wird. Die Kommentare der sowohl seitens der FED-Mitglieder als auch der EZB-Mitglieder sind überwiegend ja, falkenhaft. Also hier wird zwar in der Regel darauf verwiesen, dass eine Leitzinssenkung in diesem Jahr anstehen dürfte, aber mit Blick auf die Inflation wird noch ein bisschen nach hinten geschoben, sodass insgesamt sich in den vergangenen Wochen und Monaten ja die Markterwartung etwas mehr den Projektionen der Notenbanker angenähert hat. Ja, ansonsten kann man sagen, die Rohstoffpreise ein bisschen im Fokus in der vergangenen Woche. Wir haben hier ja, Ausbrüche oder Ausbruchsversuche auf der Oberseite gesehen, am Freitag dann insbesondere beim Goldpreis. Auch das schauen wir uns nachher im Chart etwas genauer an. Ja, wenn wir uns die Sektoren-Performance zu Gemüte ziehen, dann sehen wir hier die, ja, die klassischen Highflyer der Rallye, also die Informationstechnologiewerte und die zyklischen Konsumwerte hier obenauf. In der Wochenperformance 2,3 bzw. 1,7%. Also der Growth Trade ist noch nicht zu beerdigen. Also eine Tendenz, die wir feststellen können, ist, dass nach positiven Jahren, wie wir es im vergangenen Jahr gesehen haben an den Aktienmärkten in den USA zumindest, die relative Stärke sich typischerweise fortsetzt bei den Werten, die eben auch die Gewinner im entsprechenden Vorjahr waren. Und das ist auch das, was wir bislang tatsächlich eben beobachten können bei den Magnificent Seven. Insbesondere aber, ja, es gibt natürlich ein paar Schwächeanzeichen auch mittlerweile dort, also Tesla und Apple insbesondere, die schwächeln hier etwas, aber in der Gesamtheit kann man sagen, dass hier weiterhin Risk on angesagt ist. Man sieht auch hier mit den nicht zyklischen Konsumwerten, Healthcare und Versorgern, den drei schwächsten Sektoren auf Wochensicht, eben die defensiven Sektoren klar hinten. Also bislang ist rein von der Sektorenbetrachtung zumindest hier kein Anzeichen auszumachen dafür, dass sich an diesem bullischen Szenario, an diesem Risk-on-Modus etwas ändert. Ja, und wenn wir uns die Saisonalität mit Blick auf die Präsidentschaftswahljahrzyklik im S&P 500 anschauen, dann sehen wir, dass wir jetzt hier in einen Zeitraum hineinkommen, Anfang März, wo es dann nicht selten zu einem kräftigeren Einbruch kommt. Also die normale Saisonalität sieht ja so einen Peak Mitte Februar vor und dann eine schwächende Tendenz in den März, April hinein. Und wie man sehen kann, hier ist es bei den Präsidentschaftswahljahren, wie wir es ja in diesem Jahr haben, nicht selten der Fall, dass hier die richtige Schwäche erst im März einsetzt. Also die Iden des März sind noch nicht ganz abzuschreiben als Belastungsfaktor. Und das gilt es so ein bisschen im Blick zu haben. Ansonsten kann man sagen, von der Zyklik und natürlich auch dann von der normalen Saisonalität hätten wir dann im Anschluss nach einer solchen Korrektur eine begründete Erwartungshaltung, dass sich der übergeordnete Aufwärtstrend dann fortsetzt. Ja, die Sentimentdaten bleiben ein klarer Belastungsfaktor für die Märkte. Wir sehen hier in den USA von der American Association of Individual Investors, dass gegenüber der Vorwoche hier der Bullenanteil nochmal
wieder angestiegen ist. Der ist noch nicht ganz so hoch wie hier im Extrem. Also insofern durchaus eine negative Divergenz auf hohem Niveau zu vermelden. Auffällig ist, dass hier der Bärenanteil unter den Anlegern extrem niedrig ist und die Neutralität relativ hoch. Ja, wenn wir uns die Sentimentlage im DAX anschauen, hier grau hinterlegt und in dunkelbraun bzw. rot, dunkelrot die Sentimentdaten von Animus X, dann sehen wir hier eben diese besagte Sentimentdivergenz ebenfalls. Also wir sind jetzt hier in der vergangenen Woche im kurzfristigen Anlegeroptimismus in den Extrembereich vorgestoßen, sind hier allerdings noch nicht ganz so hoch wie im vorausgegangenen Extrem, was durchaus typisch für eine nachfolgende kräftigere Korrekturphase ist. Und die Situation in der mittelfristigen Erwartungshaltung hat sich weiter verschlechtert. Also die Rückkaufneigung unter den Anlegern ist gering und diese Kombination ist eben die denkbar ungünstigste. Also hier muss definitiv von der Sentiment-Seite unterstellt werden, dass ein sehr hohes Korrekturrisiko besteht, was natürlich nicht heißt, dass sich das Gummiband nicht noch etwas weiter ausdehnen kann, aber ja, unter Chance-Risiko-Aspekten ist hier doch ganz klar zu sagen, dass selbst wenn wir jetzt in der kurzen Frist hier noch weitere Preissteigerungen sehen, zu unterstellen ist, dass die zu erwartende nachfolgende Korrektur diese zusätzlichen Kursgewinne wieder ja, rückgängig machen wird. Schauen wir uns die Trading-Termine für die laufende Woche an. Dann sehen wir hier ja, heute den Sentex-Konjunkturindex relevant als erster bedeutender konjunktureller Frühindikator. Dann haben wir am Dienstag die Einkaufsmanager-Indizes für den Service-Sektor in der Eurozone von größerer Relevanz und dann das entsprechende Pendant in den USA von ISM. Dann am Mittwoch die JOLTS-Arbeitsmarktdaten, also die Job-Openings, ja, in den vergangenen Monaten klar im erhöhten Anlegerfokus als, ja, als Indikator dafür, ob es zu ersten Anzeichen am Arbeitsmarkt kommt für eine mögliche Schwächephase. Die wichtigeren offiziellen Arbeitsmarktdaten für den Februar kommen dann am Freitag um 14:30 Uhr raus, also die Non-Farm Payrolls. Klar, die wichtigste konjunkturelle Veröffentlichung in dieser Woche. Dann haben wir hier vorher am Donnerstag noch die Daten zum deutschen Auftragseingang und die EZB-Zinsentscheidung. Ja, wir bekommen mit der Zinsentscheidung auch noch die neuen Projektionen der EZB, was jetzt der Wachstum, Inflation und Zinsen angeht. Und das dürfte hier im größeren Fokus sein. Also mit einer Änderung der Geldpolitik wird hier nicht gerechnet. Ja, ebenfalls von Interesse die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe um 14:30 Uhr dann und dann ebenfalls am Donnerstag dann die Daten zur chinesischen Handelsbilanz. Im Übrigen haben wir beginnend morgen auch die NPC, also den 14. Volkskongress in China. Und da dürften dann morgen die aktualisierten Wachstumsziele für dieses Jahr präsentiert werden. Das könnte ja auch nochmal für die Märkte interessant werden. Also 5,0% Wachstum wird wohl dann auf der Agenda stehen, voraussichtlich. Die Schätzungen für das vergangene Jahr liegen bei so 5,2%. Und ja, also insofern möglicherweise auch im Gefolge des
des Volkskongresses mögliche Andeutungen hinsichtlich neuer Stimulierungsmaßnahmen, die dann natürlich auch relevant sein könnten, insbesondere für den deutschen Aktienmarkt mit Blick auf die Bedeutung Chinas als Handelspartner. Ja, und von der Unternehmensseite haben wir noch ein paar Nachzügler aus dem DAX, Henkel, Bayer, die DHL Group, also Ex-Post, am Donnerstag dann Brenntag, Merck und Continental. Ja, gehen wir in die technische Analyse und schauen uns wie immer hier zunächst den DAX an im Wochenchart. Und wir sehen ja hier den nach dem jüngsten Ausbruch hier aus dieser breiteren Range eben diese dynamische Rallye mit neuen Rekordständen. Und wir sind jetzt hier in diese mittelfristige Zielzone eingedrungen, die von rund 17.500 bis 18.000 Punkte reicht. Die 18.000 Punkte natürlich auch eine psychologisch relevante Marke. Ein Überschießen ist aber durchaus noch vorstellbar. Wir haben hier im Wochenchart beispielsweise das obere Bollinger Band bei 18.160 Punkten und daneben auch noch einige untergeordnete Fibonacci-Zielprojektionen knapp über 18.000. Also das wäre durchaus noch im Rahmen des der laufenden FOMO-Rally, möchte ich es mal nennen, vorstellbar, bevor die mögliche Korrekturphase dann einsetzt. Sollte sie hingegen unmittelbar einsetzen, würde ich das an dieser Stelle als gesündere Entwicklung bezeichnen wollen mit Blick auf die Erwartungshaltung, dass nachfolgend nach dieser Schwächephase sich eben die Rallye dann mit neuen Hochs fortsetzt. Wenn wir hier unmittelbar weiter hochlaufen und das Ganze eben das Gummiband weiter ausdehnen, dann steigt das Risiko, dass hier nicht nur eine gesunde Korrektur, sondern eine deutlich kräftigere Korrektur mit möglichem charttechnischen Schaden dann für den übergeordneten Aufwärtstrend entstehen wird. Aber das bleibt zunächst einmal abzuwarten. Fürs übergeordnete, ganz übergeordnete Chartbild lässt sich sagen, solange wir hier nicht nachhaltig unter diese Supportzone bei 16.345, 16.529 Punkte rutschen, wäre eine Korrekturphase nicht gefährlich für den übergeordneten Aufwärtstrend und wir hätten dann die Chance, nachfolgend weiter hoch zu laufen. Ja, schauen wir uns hier den Tageschart noch an. Also hier sehen wir mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Rekordständen in Folge. Wenn wir das Ganze per Tagesschlusskursbasis anschauen, kann man hier sogar 8 Rekordstände in Folge konstatieren. Die Kurse hatten hier das obere Bollinger Band übersprungen und zwei ganze Tage komplett mit den entsprechenden Tagesranges darüber verbracht. Also das ist etwas, was man wirklich sehr selten sieht, dass das Ganze dann hier nicht in eine deutliche Korrektur, sondern in eine Seitwärtsbewegung mundet und dann der Aufwärtstrend fortgesetzt ist, wurde. Das ist ganz klar als Zeichen der Stärke zu sehen. Man muss aber natürlich eben immer im Hintergrund jetzt sehen, wir haben hier neue Rekordhochs. Die Anleger sehen sich hier teilweise im Zugzwang, insbesondere die institutionellen Anleger. Und wenn man sich hier die Sentimentdaten anschaut, sind die institutionellen Anleger jetzt nicht unbedingt Überzeugungstäter, wenn sie hier auf die Long-Seite springen, sondern werden hier vermutlich einfach von den Fakten überrannt und gezwungen, hier investiert zu sein, um sich hier nicht
Vorwürfe von Seiten der Anleger hier anhören zu müssen. Und insofern birgt diese Sentimentkonstellation natürlich das Risiko einer kräftigeren Korrekturphase. Ja, aber sei es, wie es sein mag, im Moment sehen wir hier weiterhin einen absolut intakten Aufwärtstrend in allen Zeitebenen. Und wenn wir hier diesen aktuellen Widerstandsbereich bei 17.812, 17.817 überwinden können im heutigen Handel, dann wäre es durchaus vorstellbar, dass wir dann eben in Richtung 18.000 weiterlaufen. Aber ja, unter Chance-Risiko-Aspekten ist das Ganze eben nicht sehr attraktiv. Insofern hier eher das Nachziehen der Stops zur Gewinnsicherung bei Long-Positionen auf der Agenda. Und erst im Falle eines deutlichen Rücksetzers, beispielsweise hier in diese Support-Region 17.157 bis 17.280, würde sich aus der antizyklischen Perspektive hier ein interessantes Chance-Risiko-Profil ergeben. Ja, schauen wir uns den Dow Jones Index an. Und hier haben wir auch an der Stelle natürlich einen intakten Aufwärtstrend, aber hier im Bereich der Rückkehrlinie, rot gestrichelt und ansteigend, des übergeordneten Aufwärtstrendkanals und im Bereich einer Fibonacci-Zielzone konsolidiert der Index aktuell auf einem hohen Niveau. Also charttechnisch ist hier noch kein Schaden eingerichtet, aber hier diese Doji-Kerze hat eben eine Konsolidierung getriggert, die immer noch intakt ist. Auf der Unterseite haben wir hier auch ebenfalls einen beinahe Doji. Auf der Unterseite, die letzte Aufwärtslücke wurde hier nur teilweise geschlossen, solange es nicht zu einem Tagesschlusskurs unterhalb dieser Kurslücke kommt. Bei 38.618 Punkten bleibt hier bei dem Index mittelfristig noch alles im grünen Bereich. Idealerweise sollte jetzt allerdings hier dieses Doji-Tief nicht mehr unterschritten werden. Also die 38.742 sollten wir da drunter rutschen, wäre eben ein ernsthafter Test dieser Unterkante der Aufwärtslücke zu erwarten, und das Ganze würde sich dann hier als ABC-Korrektur zunächst darstellen, und unterhalb der Lücke müsste man dann eben vom Start einer mindestens mehrtägigen bis mehrwöchigen Konsolidierung oder Korrekturphase ausgehen. Bestätigt würde das Ganze hier unterhalb dieses Reaktionstiefs bei 38.339 Punkten, und die 50-Tage-Linie innerhalb dieser breiten Support-Zone würde hier eine plausible Auffangregion zunächst einmal darstellen, falls also diese Kurslücke nicht halten sollte. Die 50-Tage-Linie aktuell bei 38.131 Punkten. Und wenn wir uns die Oberseite anschauen, im Rahmen des weiterhin intakten Aufwärtstrends, wäre jetzt natürlich hier ein nachhaltiger Break über das Doji-Hoch per Tagesschluss und über die Fibonacci-Extension. Also bei 39.282 Punkten Tagesschluss drüber würde die negative Aussage des Doji beseitigen und eine unmittelbare Fortsetzung der Rallye signalisieren, mit nächsten Zielen hier bei 39.475, 39.609 und 39.814. Letzten Endes dürfte dann die nächste mittelfristig relevante Zielzone hier im Bereich knapp über 40.000 Punkten liegen. Also hier haben wir mehrere Fibonacci-Ziele und natürlich eine schöne runde Marke, die aus psychologischer Sicht dann natürlich relevant sein könnte. Ja, blicken wir auf den Nasdaq 100. Das ist hier der Stundenchart, den schauen wir uns jetzt nicht an, sondern den Tageschart. Und hier sehen wir im Gegensatz zum
Dow Jones Index konnten wir hier am Freitag ein bullisches Anschlusssignal mit neuem Rekord hoch sehen. Also diese Konsolidierung, diese mehrtägige, wurde am Freitag nach oben verlassen. Hier sicherlich auch die dann rückläufigen Anleiherenditen als stützender Faktor. Ansonsten auch ja, von der nachrichtlichen Seite ist ja die Rallye primär KI getrieben. Also da gab es am Donnerstag nochmal einen Boost von den Dell-Zahlen und den Aussagen von Dell, was jetzt den Ausblick angeht. Und die Servernachfrage für KI-Server scheint hier auch bei Dell ja, extrem positiv zu sein. Und das hat hier eben nochmal einen nachrichtlichen Boost für diesen Themenbereich geliefert. Die Dell-Aktie selber, glaube ich, am Freitag mit über 30% im Plus, der stärkste Tagesanstieg in der Geschichte. Ja, und die nächste Zielzone hier beim Nasdaq 100, ich habe es hier rot schon eingezeichnet, die befindet sich im Bereich 18.485 bis 18.533. Aktuell haben wir hier eine untergeordnete Fibonacci-Extension abgearbeitet am Freitag bei 18.317. Möglicherweise könnte das hier eine kurzfristige Konsolidierung einleiten, bevor hier dieses Ziel abgearbeitet wird. Ja, das kurzfristige Bild würde sich an der Stelle jetzt erst eintrüben, wenn wir zunächst einmal unter das Konsolidierungshoch unter dem Hoch schließen. 18.092 Punkte war das. Und dann natürlich, wenn wir nachfolgend das Konsolidierungstief und die 20-Tage-Linie unterschreiten würden. Also es wäre hier aktuell 17.812 bis 17.840 Punkte. Darunter würde hier der Start einer kräftigeren Korrekturphase signalisiert. Und hier würde ebenfalls insbesondere die steigende 50-Tage-Linie dann aus meiner Sicht in den Fokus rücken als Auffangregion. 17.290 Punkte aktuell und damit knapp unterhalb des letzten Korrekturtiefs hier, das wir am 21. Februar gesehen haben. Ja, schauen wir uns Euro-US-Dollar als nächstes an. Hier sehen wir ein bisschen eine volatile Entwicklung. Ja, also möglicherweise die EZB-Sitzung oder die Non-Farm-Payrolls dann am Freitag könnten hier vielleicht Impulse liefern, diese volatile Trading-Range aufzulösen, entweder auf der Oberseite oder auf der Unterseite. An der chartischen Ausgangslage hat sich hier jetzt nichts geändert. Diese Widerstandsregion von der 50-Tage-Linie bis zu diesem Konsolidierungshoch bleibt intakt. Das ist also hier bei 1,0868 bis 1,0932. Also eine sehr breite Widerstandsregion, die wir überwinden müssten, um hier ein bullisches Ausbruchssignal zu erhalten mit einem möglichen Zielbereich hier in der Nähe des Hochs vom Dezember, wo sich auch das 78,6% Fibonacci Retracement befinden. Also das wäre das bullische Szenario mit einem Etappenziel hier knapp unter der 1,10. Da haben wir noch eine weitere Widerstandsregion vorliegen. Ja, und wenn wir hier nachhaltig jetzt unter diese Supportzone rutschen würden der letzten Tage und die 20-Tage-Linie bei 1,0795, dann wäre das hier zumindest kurzfristig ein bärisches Signal und dann wäre zu erwarten, dass wir hier diese mittelfristig kritische Supportzone noch einmal antesten. Also das ist hier der Bereich 1,0695, 1,0712.
Ein Blick auf den Euro-Bund-Future und hier, ja, der Euro-Bund-Future versucht sich hier weiterhin zu stabilisieren. Wir hatten ja mal hier in der vergangenen Woche den Rebreak von dieser Supportzone über die 200-Tage-Linie hier in Blau dargestellt. Das Ganze erwies sich ja noch nicht als nachhaltig. Wir haben hier diese Supportzone erneut getestet in der vergangenen Woche und versuchen hier weiterhin einen Boden zu etablieren. Das ist jetzt hier an der Stelle natürlich noch nicht entschieden. Man kann jetzt hier eine neue Trigger-Marke festlegen mit dem Reaktionshoch hier bei 133,61. Ein Break darüber würde jetzt eben einen mehrtägigen, einen kurzfristigen Boden komplettieren und ja, zunächst einmal hier wäre das Aufwärtspotenzial begrenzt in Richtung 134,18 bis zur 50-Tage-Linie bei aktuell 134,56. Ob mehr draus wird, bliebe dann abzuwarten. Wir haben hier eine breite Widerstandsregion, die bis 136,29 reicht. Erst wenn wir da drüber ansteigen, wäre hier indiziert, dass diese korrektive Phase beendet ist und dass wir hier den übergeordneten Aufwärtstrend nach dieser Impulswelle fortsetzen und letzten Endes eben dieses Hoch überschreiten und an der möglichen bedeutenderen Bodenbildung dann weiterarbeiten, die hier mit einem Break nachhaltig über die 140,30 dann bestätigt werden würde. Soweit sind wir noch nicht. Auf der Unterseite gilt es jedenfalls, diese Supportzone zu verteidigen. Insofern hätte man jetzt unter Chance-Risiko-Aspekten für dieses bullische Szenario ein interessantes, ja, interessantes enges Stop-Level. Man könnte hier unterhalb von 131,49 einen Stop-Loss platzieren. Ansonsten unterhalb dieser Marke wäre zu unterstellen, dass wir hier uns weiter südwärts bewegen und dass sich das mittelfristige Chartbild eintrübt, hier diese dreiwellige Erholungsrallye komplett ist und nicht zu einer fünfwelligen sich entwickelt. Und damit hätten wir hier ein übergeordnetes, weiteres, komplexeres Korrekturszenario zunächst vorliegen und man müsste eben mit einem Abarbeiten hier dieser Zone 129,35 bis 130,11 und eventuell auch einem Test der 126,62 bis 127,21, also dieser Support-Zone rechnen. Ja, schauen wir uns Gold an. Wie gesagt, die Edelmetalle sehr interessant. Mit dem ja, typischen Friday Ausbruch. Der Freitag ist ja saisonal betrachtet, wenn man das jetzt intra-week betrachtet, hier ein typisch starker Tag und dieser Freitag brachte hier eine Fortsetzung und Beschleunigung dieser Rallye von der 100-Tage-Linie. Und jetzt haben wir hier dieses obere Band der etablierten Trading Range erreicht, die 2088 US-Dollar. Da gilt es jetzt natürlich drüber anzusteigen, um hier ein bullisches Anschlusssignal zu generieren und hier ein Wiedersehen mit dem Intraday-Allzeithoch bei 2136 US-Dollar dann zu initiieren. Übergeordnet bleibt das technische Bild natürlich bullisch. Ja, Saisonalität ist jetzt an der Stelle kein unterstützender Faktor mehr, ist hier eher zunächst einmal neutral auf Sicht der nächsten Wochen, aber natürlich können sich die Kurse auch unabhängig von der Saisonalität bewegen. Sie haben ja auch vorher, wie man sehen kann, entgegen der positiven Saisonalität hier in den vergangenen Wochen geschwächelt. Aber von der preislichen Seite
ist die Situation eben weiterhin bullisch. Wir sehen hier, die Kurse haben die ganze Zeit während dieser Seitwärtskorrektur nach dieser Bullenfalle, nach diesem Fehlausbruch oberhalb der 200-Tage-Linie notiert und die steigende 100-Tage-Linie hat hier Support geliefert. Wir sind jetzt wieder über allen gleitenden Durchschnittslinien und haben am Freitag eben per ja, Wochenschluss und Tagesschluss neue Rekordstände markiert. Nur eben dieses Intraday-Rekordhoch aus dem, das hier im asiatischen Handel markiert wurde, an dieser Stelle, das ist natürlich hier noch eine verbleibende Hürde. Und wenn wir die herausnehmen würden, hätten wir deutlicheres Anschlusspotenzial. Zunächst mal so in Richtung 2180 bis 2200 US-Dollar. Und dann haben wir hier noch eine wichtige nächste Extensionszone bei 2236 bis 2274 US-Dollar. Das wäre durchaus vorstellbar, dass das relativ zeitnah abgearbeitet werden kann, wenn also der Ausbruch über die 2088 gelingen sollte, insbesondere per ja, Schluss im New Yorker Handel. Und wenn wir uns die Unterseite anschauen, da kann man jetzt hier ein Fibonacci Retracement Tool natürlich ziehen, hier mit diesem impulsiven Anstieg. Wenn wir jetzt hier an dieser Stelle einen Rücksetzer sehen würden, hätten wir hier insbesondere so im Bereich 2000 und 63 US-Dollar, 2065 mit diesem Reaktionshoch eine nächste relevante Auffangregion. Da sind wir ja auch in etwa in der Mitte dieser langen bullischen Kerze, wo es auch häufiger zu Käufen kommt, falls es eben nach so einer langen bullischen Kerze zu einem Rücksetzer kommt. Ansonsten hält diese Unterstützungszone nicht, müsste man einen deutlicheren Pullback einplanen. Und da würde ich insbesondere hier auch die 50-Tage-Linie hernehmen wollen, aktuell bei 2035 US-Dollar als untere Begrenzung und als obere Begrenzung dann hier, das kann man jetzt hier mal ein bisschen breiter ziehen, das 38,2% Fibonacci Retracement bei 2049. Das wäre also dann eine weitere sekundäre interessante Auffangregion für antizyklische Long-Positionierung in Antizipation auf einen möglichen Ausbruch über die 2088 US-Dollar, dann eben mit dem übergeordneten nächsten Ziel Allzeit hoch. Sollten hingegen unter diese Supportzone rutschen, würde hier ja, das kurzfristig bullische Bias neutralisiert und dann müsste man hier davon ausgehen, dass sich diese ja, seit Dezember etablierte Seitwärtsbewegung zeitlich ausdehnt. Das Ganze würde jetzt hier im übergeordneten Kontext keinen charttechnischen Schaden dann anrichten, solange wir uns dann unterhalb dieser weiteren grün angezeichneten Supportzone halten können, also insbesondere auf der Unterseite die 200-Tage-Linie, die derzeit bei 1968 US-Dollar verläuft, wäre hier von größerer Relevanz. Und erst wenn wir hier signifikant drunter rutschen, müsste man das Ganze im übergeordneten Kontext neu bewerten. Ja, Holger, was haben wir denn schon an Wunschwerten Ja, reinbekommen? wir haben zum als erstes schon mal die Fresenius Medical Care, bitte. Ja, also da würde ich sagen, nehme ich zunächst einmal hier die Indikatoren raus. Ja, der ehemalige DAX-Titel, der schwächelt natürlich seit geraumer Zeit. Wenn ich hier mal ein bisschen rauszoome, da hat er mal ein Rekordhoch bei 93 Euro. Das Kursgeschehen seither ist ganz klar übergeordnet bärisch. Wir hatten dann hier eine sehr schwungvolle Erholungsrallye, die an dieser Stelle aber in sich zusammenbrach
gefallen ist. Wir sind nachhaltig unter die 200-Tage-Linie gerutscht und mit dieser kleinen Bodenbildung und der anschließenden Erholungsbewegung kam es letzten Endes bislang nur zu einem Retest dieser verletzten 200-Tage-Linie hier in Blau dargestellt. Also die Situation bleibt aus meiner Sicht hier ein bisschen angespannt im übergeordneten Kontext, solange diese Hürde jetzt hier nicht rausgenommen wird. Also da kann man jetzt hier durchaus das dass hier an dieser Stelle ja von der 200 Tagelinie aktuell bei 39,69 Euro bis zu diesem Erholungshoch Intraday bei 41,62 Euro das hier als kritische Widerstandszone auffassen und mit einem Tagesschluss darüber, dann würde sich das technische Bild hier wieder aufhellen, in dem Sinne, dass eine mögliche ja, ABC-Korrektur ins Spiel kommt mit der Welle A hier, mit der Welle B hier und dass jetzt hier die Welle C möglicherweise läuft mit der Chance, dieses Rallye hoch bei 49,62 Euro zu überschreiten. Aber das würde ich in jedem Fall abwarten wollen, dass es eben gelingt, diese massive Hürde zu überwinden. Wie gesagt, per Tagesschlusskursbasis. Man hätte dann hier mit dieser Abwärtstrendlinie noch eine wichtige Zwischenmarke, die allerdings natürlich hier sich bewegt und insofern aktuell keine gute Hilfestellung ist, was jetzt Kursziele angeht. Aber ja, wenn wir uns hier die Unterseite anschauen, also da kann man natürlich hier mit dem Doji-Tief bei 34,46 schauen wir mal genau, 56, 34,56 Euro Tagesschluss darunter würde die bullische Implikation dieses Doji negieren und würde es wahrscheinlich machen, dass wir den jüngsten Abwärtsimpuls dann weiter fortsetzen und diese Zone hier unten noch einmal testen mit möglicher Zwischenetappe im Bereich um die 33 Euro. Dann also da drunter unter der 33 Euro und hier haben wir noch eine kleine Lücke ja, bei 33,27 bis 33,30, eine untergeordnete Lücke an dieser Stelle. Es wäre aber nur eine Zwischenetappe, also man müsste einplanen, dass hier diese Region im Bereich der Fibonacci Retracements nochmal angesteuert wird, also der Bereich um die 31,06, 31,58 als potenzielles nächstes Kursziel. Und wenn man das Ganze auf der Short-Seite spiegeln möchte, dann würde sich an dieser Stelle dann hier so ein Stop-Loss anbieten über der 36,87 Euro. Da haben wir nicht nur das letzte Reaktionshoch, sondern auch die 20 und die 50-Tage-Linie aktuell. Ja, als nächstes, ich weiß nicht, wir hatten es schon mal angesprochen, CO2-Verschmutzungsrechte, der ICE EUA Future. Ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hast, den zu analysieren. Schauen wir mal. Haben wir was? Dezember 24. Genau. Mal das hier groß machen. Ja, also an der Stelle kann man klar sagen, wir haben hier eine, es ist zunächst mal hier der Wochenchart, also eine Kerze stellt die Entwicklung einer Woche dar und wir haben hier ja, eine primäre Hosse gehabt, die dann in eine Seitwärtsbewegung übergegangen ist und hier droht ein übergeordnetes Verkaufssignal mit dem Rutsch unter die 55er Marke. Also hier sieht diese Sache schon ein bisschen angespannt aus. Das Ganze kann sich aufgrund der Tatsache, dass das Ganze noch nicht nachhaltig ist und dass wir hier noch eine Konsolidierung als Supportzone vorliegen haben,
kann sich noch als Fehlausbruch entpuppen. Also wenn wir jetzt an der Stelle hier mit diesem über dieses Reaktionshoch klettern könnten per Wochenschluss, das sind hier die 56,95, dann könnte ich mir vorstellen, dass sich eine deutlichere Erholungsrallye anschließt, aber das würde ich an der Stelle hier abwarten wollen als Bestätigung, was jetzt die Long-Seite angeht. Aber ja, wir haben hier ja eine Reversal-Kerze und wir haben einen überverkauften Marktzustand, ausweislich der Indikatoren. Gehen wir mal in den Tageschart. Uns mal das hier im 6-Monats-Chart an, dann sehen wir hier, ja, also hier hat man diese Erholungsrallye mit diesem Doji-Tief und aktuell ein Rücksetzer, also bliebe abzuwarten, ob wir hier oberhalb dieses Verlaufstiefs dann nochmal Stabilisierungsanzeichen oder eine Reversal-Kerze bekämen. Falls ja, wäre das ein erstes Indiz dafür, dass wir hier zumindest eine ABC-Erholung sehen könnten, die dann natürlich bestätigt würde, wenn wir hier das Hoch rausnehmen bei 56,95 und dann hätten wir hier vielleicht Potenzial in Richtung der 50-Tage-Linie bei 61,92 aktuell und fallend, und da haben wir ja auch eine Konsolidierungsrange, also das wäre ja sozusagen das die kurzfristige Chance. Man kann natürlich je tiefer es jetzt hier fällt, solange es über diesem Doji-Tief bleibt, und wenn wir dann Anzeichen einer Stabilisierung bekämen, könnte man natürlich dann ein besseres Chance-Risikoprofil für eine Long-Positionierung bekommen, wenn wir hier noch ein bisschen weiter zurückkommen und dieses Tief testen und bestätigen mit einer bullischen Reversal-Kerze beispielsweise, dann wäre das eine Überlegung, hier antizyklisch vorzugehen, allerdings natürlich nur für sehr aggressive Trader und Anleger mit einem engen Stop-Loss knapp drunter. Also wenn wir per Tagesschluss unter das Doji-Tief rutschen würden, müsste man hier definitiv einplanen, dass es deutlich weiter runtergeht. Und wenn ich das nochmal hier kurz in den Langfrist-Chart gehe, dann wäre hier mit 9 Tiefständen ein Risiko gegeben, so in etwa ja, in Richtung 30, 30, 31. Ja. Sehr gut. Wir haben den nächsten Wunschwert und ja, einer, der gerade seine Allzeithochs macht, in US-Dollar zumindest, ist der Bitcoin. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Ja, Bitcoin heute auch im Aufschwung. Also die Rallye setzt sich fort. Die hier ersichtliche kurzfristige Konsolidierung in Gestalt eines Wimpels wird hier heute aufgelöst. Ja, das Ganze sieht natürlich bullisch aus. Wir haben jetzt hier so ein Fibonacci-Extensionsziel abgearbeitet. Aktuell ziemlich genau mit dem aktuellen Kurs. Wir haben hier, wenn ich das hier richtig sehe, Intraday noch ein bisschen was an Widerständen, was wir ableiten können bei 66.343 und 68.958. Das könnte natürlich je nach Datenanbieter etwas variieren, aber wir sind hier definitiv in unmittelbarer Rufweite zum Allzeithoch. Insofern ist es natürlich so, dass neue Long-Engagements jetzt hier nicht unbedingt attraktiv sind. Jetzt mal abgesehen davon, dass wir hier auch im deutlich überkauften Terrain uns befinden, was jetzt die Indikatorenlage angeht. Also hier sollte man eben eher schauen, dass man für eher kurzfristig angedachte Long-Positionen, die Stops nachzieht oder möglicherweise Teilgewinne mitnimmt und entweder einen nachhaltigen Ausbruch über die alten Rekordhochs, also 68.958, abwartet,
Vielleicht dann auch nochmal einen Pullback an das Aufbruchsniveau und hier dann an der Stelle versucht eben eher antizyklisch vorzugehen, wie gesagt, weil einfach der ja die Situation im kurzfristigen Zeitfenster bereits sehr überhitzt ist, kann natürlich auch unmittelbar weiterlaufen, aber es ist eben unter Chance-Risiko-Aspekten jetzt hier nicht mehr interessant. Also wenn man jetzt hier diesen Ausbruch noch handeln möchte, würde halt hier unterhalb des Konsolidierungstiefs bei 60.201 eine sinnvolle Stop-Loss-Marke liegen. Da sollte man dann auch, wenn man eben die Sache wirklich rein von diesem kurzfristigen Ausbruch spielen möchte, sollte man dann auch wirklich da darunter die Reißleine ziehen und dann erstmal abwarten, ob jetzt hier eben kräftiger Rücksetzer erfolgt. Da wäre hier an dieser Stelle insbesondere so der Bereich um die ja, steigende 20-Tage-Linie bei aktuell 55.328 US-Dollar. Das wäre so eine Auffangregion, wo man hier dann nochmal kurzfristig antizyklisch vorgehen könnte. Und dann noch einmal in Richtung eben Allzeithoch spekulieren. Ansonsten, wie gesagt, an der Stelle das Allzeithoch und der Stop-Loss ergibt einfach kein attraktives Chance-Risikoprofil. Nichtsdestotrotz ist natürlich der Bitcoin-Chart klar bullisch in allen Zeitebenen zu werten. Vielleicht sollte ich dazu sagen, das Allzeithoch ist in Euro. Du hast US-Dollar analysiert. Da Ah, okay. steht das Allzeithoch noch aus. Wir machen weiter mit der BASF, bitte. Die BASF. Ja, auch da nehmen wir mal hier die Indikatoren raus. Ja, BASF auch ja, eher ein Kellerkind, was jetzt hier die DAX-Werte angeht. Also ja, nichtsdestotrotz, ich sage mal, für die langfristige Perspektive kann man hier durchaus dann argumentieren, dass die Chance für eine übergeordnete Bodenbildung gegeben ist. Also wir haben hier eine potenzielle inverse Kopf-Schulter-Formation vorliegen, die möglicherweise hier kurz vor dem Abschluss stehen könnte. Also da bräuchten wir jetzt an der Stelle dann einen nachhaltigen Anstieg über diese Hürde. Da haben wir noch so eine interne Trendlinie, die aktuell getestet wird. Aber ich würde hier eben an der Stelle die Triggermarke hier ansetzen, also bei 49,85 Euro. Ein nachhaltiger Anstieg darüber, insbesondere per Wochenschluss, könnte dann hier bullische Impulse in der ja, mittleren, wenn nicht sogar längeren Frist liefern. Und dann wäre vielleicht hier insbesondere der Bereich natürlich zunächst mal als Zwischenetappe die 50,92 Euro und hier haben wir noch eine Abwärtslücke bei 51,60. Dann hier so eine Widerstandsregion bei etwa 53,30 bis 54,04. Das wären dann die nächsten Zwischenetappen. Wenn sich aber diese inverse Kopfschulter letzten Endes sozusagen bewahrheitet, dann wäre an dieser Stelle voraussichtlich noch nicht Schluss. Ich würde hier an dieser Stelle dann mindestens einen Aufschwung in Richtung hier etwa 57 Euro unterstellen wollen. Falls also dieser nachhaltige Ausbruch über die 49,85 gelingt. Ja, mit Blick auf die hier eingezeichneten Durchschnittslinien sieht man jetzt, dass mit dem jüngsten Anstieg hier diese Durchschnittslinien alle überwunden werden konnten. Das ist natürlich insofern durchaus positiv, aber etwas negativ anzumerken ist bei dieser Konstellation, ja, dass die 50-Tage-Linie und die 200-Tage-Linie seitwärts verläuft. Also insofern liefern die gleitenden Durchschnittslinien hier keine starke Trendindikation, sondern einfach nur, ich sag mal, normale Bereiche. Ich würde an der Stelle die 100-Tage-Linie nehmen. Das ist jetzt die unterste
bei 44,80 Euro und vermuten wollen, dass wenn wir per Tagesschluss drunter rutschen, dann hätten wir also nicht nur die an der Stelle die Aufwärtstrendlinie unterschritten, sondern eben auch dann den alle gleitenden Durchschnittslinien. Und an der Stelle würde ich eben mit einem Tagesschluss unter der 100-Tage-Linie ein bärisches Anschlusssignal sehen wollen, mit Abwärtsrisiken hier zunächst einmal in Richtung dieser Tiefs. Unter 43 Euro und möglicherweise noch ein Test hier des Oktober. Tiefs bei 40,25 € sollte man dann einplanen. Das wäre also das Negativszenario. Sollten wir uns aber oberhalb der 100-Tage-Linie halten können und nachfolgend eben diese Widerstandsarmada, möchte ich es mal nennen, von dieser internen Trendlinie und der letzten Reaktionshochs inklusive der daraus folgenden Nackenlinie der inversen Kopfschulter, dann haben wir eben das bullische Szenario bestätigt und ja, an der Stelle dann eben ein schönes Signal für die mittlere bis längere Frist. So, da haben wir noch drei Werte, dann sind wir durch für heute. Als nächstes Enphase Energy, bitte. Ja, die Enphase Energy, ein recht volatiler Titel an der Nasdaq. Wir sehen hier, ja, ausgehend, ich glaube, das war hier ein Mehrjahrestief, ja, ein Dreijahrestief und hiervon ausgehend eine impulsive Erholungswelle, dann eine Korrekturbewegung bis 93,52 € und hier haben wir dann mit dieser bullischen Hammerkerze dann den Start einer weiteren Erholungswelle und da ist jetzt natürlich entscheidend, dass wir hier die 200-Tage-Linie und dieses Reaktionshoch bei 139,65 knacken können per Tagesschluss. Dann wäre hier weiteres Aufwärtspotenzial gegeben. Die Chancen dafür, dass das gelingt, die bleiben aus meiner Sicht ganz gut, solange hier die 50-Tage-Linie nicht nachhaltig unterschritten wird. Die haben wir jetzt aktuell bei 118,87 €. Wenn wir also nachfolgend jetzt hier das Hoch herausnehmen bei 139,65, hätten wir neben der 100%-Projektion bei 159,68 auch diese Abwärtslücke bei 166,25 als plausible nächste Erholungsziele und darüber wäre aus meiner Sicht hier ein Vorstoß in Richtung 192 vorstellbar. Ja, und wenn wir aber die 50-Tage-Linie nachhaltig unterschreiten sollten jetzt an dieser Stelle, dann ja, müsste man vorsichtig werden. Also ich würde mal vermuten wollen, die 100-Tage-Linie dürfte dann getestet werden, eventuell auch hier zeitnah diese Kurslücke bei 101 10 geschlossen werden. Als Haben wir noch? nächstes Berkshire Hathaway. Ja, die Berkshire Hathaway. Ich glaube, die ist noch nicht ganz bei den 2 Billionen Marktkapitalisierung angekommen, aber wir sehen hier ja klarer Aufwärtstrend, unlängst ein Allzeithoch markiert. Es gab ja auch Zahlen und ja, an der Stelle allerdings eine bärische Reversal-Kerze am Allzeithoch, also entweder ein Allzeithoch markiert und dann auf einem 3-Tagestief geschlossen. Das Ganze stellt jetzt an dieser Stelle ein ja, ein Konsolidierungsszenario da. Diese Konsolidierung könnte natürlich an der Stelle auch in eine etwas kräftige Korrekturphase übergehen. Nehmen wir hier ein paar Linien raus, dass es übersichtlicher wird. Und ja, wir haben hier aus meiner Sicht natürlich diese Doji-Kerze mit der 20-Tage-Linie. Das ist jetzt hier eine relevante Auffangregion. Also 401, 402,
403 US-Dollar, diese Zone, wenn wir da per Tagesschluss drunter rutschen, was fest einzuplanen ist, dann würde das Signal für eine weitere Abwärtswelle gegeben. Da könnte man dann natürlich mit Fibonacci-Projektionen arbeiten und hier ja im Bereich etwa 386 Dollar hier eine mögliche Auffangregion ausmachen. Da haben wir auch hier diese Konsolidierung. Die steigende 50-Tage-Linie dürfte sich hier demnächst auch in dieser Region befinden. Also das wäre interessant, aus antizyklischer Sicht hier die Longseite in dieser Kursregion zu suchen. Für den Fall natürlich, dass es Stabilisierungsanzeichen dort gibt. Ansonsten, ja, an der Stelle, wenn wir hier das Reaktionshoch bei 414,67 knacken könnten per Tagesschluss, wäre es natürlich vorstellbar, dass wir die 430 dann nochmal antesten. Aber solange wir nicht über der 430 Dollar schließen, bleibt das Ganze übergeordnet hier in einer Konsolidierung. Und erst mit dem nachhaltigen Ausbruch darüber haben wir dann ein bullisches Anschlusssignal. Ja, guckt man hier an der Stelle. Ja, noch relevante Ziele ausrufen kann. Da kann man natürlich hier mit einer Fibonacci-Extension arbeiten. Da wäre so etwa im Bereich 464 Dollar eine nächste potenzielle Zielmarke zu nennen. So, last but not least, ThyssenKrupp und dann wären wir fertig für heute. Okay, also da räume ich mal den Chart hier auf und nehme die Indikatoren raus und dann sieht man etwas klarer, also ganz klar auf den ersten Blick schon zu erkennen, dass hier im übergeordneten Kontext die Bären das Sagen haben, also das der ganze, ja, könnte man so ein bisschen als BASF auf Speed sozusagen bezeichnen. Also wir sehen hier langfristiger Abwärtstrend, aber Test wichtiger Unterstützung und durchaus die Chance auf eine langfristige Bodenbildung gegeben hier im Dunstkreis dieser mehrjährigen Tiefstände, aber mit diesem jüngsten dynamischen Kursrutsch müssen wir natürlich erstmal wieder sowas versuchen zu etablieren, wie wir es hier gesehen haben oder an dieser Stelle. Also eine Bodenbildung, die einfach typischerweise Zeit braucht und ja, einige wenige Monate zumindest an der Stelle. Können wir das eben nicht ausmachen. Wir können einfach nur unterstellen, dass hier eine technische Gegenbewegung läuft im intakten Abwärtstrend. Und ja, an der Stelle könnte man natürlich beim erfolgreichen Retest, wenn man hier im Tageschart sieht, dass sich hier nach einem erfolgreichen Retest nochmal ein Schwung nach oben ergibt, dann hätten wir zumindest eine kleine Bodenbildung, die möglicherweise dann sich entwickeln könnte in Richtung einer mittelfristigen Bodenbildung, aber das ist an der Stelle absolute Spekulation. Ich will an der Stelle da in jedem Fall antizyklisch nur mit kleinen Long-Positionen arbeiten, falls ich das denn überhaupt wollte. Ansonsten könnte man an der Stelle nach einer möglichen unmittelbaren Fortsetzung diese Erholungsbewegung auf höheren Kursniveaus durchaus überlegen, auch mal die Short-Seite dann nach einer deutlicheren Erholung zu spielen. Da wäre hier der Bereich ja, um die 5,50 etwa eine Zone, wo man das überlegen könnte im Sinne einer Spekulation auf einen neuerlichen Test hier dieser jüngst erreichten Tiefstände. Wenn wir hingegen dann nachhaltig über die 50-Tage-Linie klettern würden, im ersten Anlauf, was ich jetzt nicht erwarte, dann müsste man das Ganze hier
neu evaluieren, dann hätte das Ganze das Geschmäckle eines V-Bodens, aber das ist im Bereich der Aktienmärkte eher selten, insbesondere bei den Einzelwerten. Also hier müsste schon viel passieren zunächst einmal, damit wir im langfristigen Kontext bullisch werden könnten. Also da haben wir eine massive Widerstandszone ausgebildet. Also wenn man jetzt mal aus Sicht eines Langfristinvestors das Ganze betrachtet, müsste man hier einen Anstieg über dieses Hoch bei etwa 7,77 Euro abwarten. Und an der Stelle hätten wir dann wirklich einen Boden drin, der zumindest für einen Vorstoß so in Richtung ja 11, 12 Euro sprechen würde, was dann natürlich die Chance mit sich bringen würde, dass nachfolgend dann noch ein größerer Boden entsteht, wenn wir dann diese Hürde bei knapp über 12 Euro knacken könnten. Ja, und als Langfristinvestor sollte man dann natürlich hier unterhalb dieser Tiefs, also spätestens unterhalb dieses Tiefs bei 3,26, ja, einfach die Hoffnung begraben, dass hier zumindest zeitnah da eine längerfristige Bodenbildung entstehen dürfte. Ja, das wäre es von meiner Seite. Wenn wir durch sind, dann gebe ich wieder zurück an dich, Holger, und wünsche allen eine erfolgreiche Handelswoche und würde mich freuen, wenn wir uns zur nächsten Folge Märkte im Fokus dann hier wiedersehen können. Ja, vielen Dank, dass du da warst, Ralf. Und ja, ich hoffe, Sie haben alle Ihre Wunschvariante gesehen und sind damit zufrieden. Ansonsten, wer mehr Charttechnik sehen will, dann besuchen Sie uns doch am Mittwoch um 19 Uhr. Da haben wir mit Sebastian Hoffmann und Birgit Klein die Prime Quants hier. Auch hier wird es wieder viel Charttechnik geben. Insofern schalten Sie ein. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn Sie am nächsten Montag wieder bei uns sind. Ansonsten, ja, von mir noch einen guten Start in die Handelswoche. Bis zum nächsten Mal.